Ich bin in der Kühlklinik und möchte meine Nase operieren lassen und wünsche mir natürlich, dass das ja, funktioniert, dass da vielleicht sogar eine kleine Stupsnase draus wird. Und ja, ich bin da ziemlich aufgeregt. Also am Nasenrücken sind einige so Unregelmäßigkeiten, gell? Das ist ziemlich hubbelig. Es wird wahrscheinlich durch das Trauma, was ich da gehabt habe beim Volleyballspielen, passiert sein. Gell? Und von vorne ist die Nasenspitze etwas breit. Gell? Das kann man auf alle Fälle, wenn wir schauen, dass wir den Nasenrücken etwas absenken, dass wir das schön glatt harmonisch machen danach. Ja? Und dann die Nasenspitze etwas feiner gestalten. Nach der ersten OP sowieso nicht alles so war, wie ich mir das gerne gewünscht hätte oder habe. Und dann habe ich natürlich noch einen Ball zusätzlich in den 3 Monaten, wo man eigentlich hätte wirklich nichts machen dürfen, drauf bekommen. Und es ist halt wirklich so knubbelig und man sieht halt diesen Bogen. Und die verschiebt sich halt auch wirklich. Die sieht tagtäglich irgendwie hier oben anders aus. Und das ist merkwürdig. Gerade wenn man viel mit der Presse zu tun hat, ist das echt nervig. Durch den Schlag auf die Nase kann es sein, dass die Nasenscheidewand abgebaut worden ist oder teilweise sich abgebaut hat. Gell? Und das muss man wieder rekonstruieren. Also da macht man hier hinten einen kleinen Schnitt hinter dem Ohr, nimmt dann nachher den größten Teil des Ohrgrübchens raus, was man hier in diesem Bereich hat, damit man ein stabiles, gerades Knorpelstück bekommt. Ja? Und das kann man hier vorne dann auch so quasi als Stütze, wie ein Regenschirm, den sie aufspannen wollen. Bei ihnen ist es so, der ist so flatterig. Ja? Den muss man richtig aufspannen können, damit man hier wieder Spannung in die Nase reinbekommt. Und vom Ohr selber, von der Form, werden sie keine Veränderung sehen. Ja? Der lebt dann da drinnen weiter. Der lebt da drinnen weiter. Ja klar, wird man viel gefragt, warum machst du das? Und ich gehe damit ganz einfach rum. Ich tue es natürlich in erster Linie für mich, für mein Gefühl, ich weiß ja natürlich, wie ich aussehe, wenn ich über einen roten Teppich gehe, und das stört mich immer. Ne? Also für mich ist es schon sehr, sehr belastend, weil die wirklich so groß und knubbelig ist und man sieht es einfach. Man kann nie hundertprozentig genau das Endergebnis dann nachher wirklich dem Patienten garantieren, speziell wenn Voroperationen an der Nase schon gemacht wurden, oder in dem Fall eine Voroperation, ja, hat man immer eine gewisse Risikosituation, was Vernarbungen, Schwellungssituationen betrifft. Der Baum ist jetzt gar nicht davor aufzuwachen, um Schmerzen zu haben, sondern wirklich der Moment, jetzt schlafe ich ein. Jetzt wird es vorbei sein. Jetzt wache ich vielleicht nicht mehr auf. Bei der Form von Operation, die ich hier durchführe, ist das jetzt keine rein funktionelle ästhetische, sondern da geht es eigentlich mehr um eine rekonstruktive Chirurgie. Da muss man wirklich wieder fehlende Nasenabschnitte aufbauen. Und das ist natürlich immer etwas komplexer als die primäre Operation. So, also es kommen jetzt dann nachher die Osteotomien, um den Nasenrückenknöcheln zu verschmälern. Auch wenn es hier sehr dramatisch ausschaut, das war auch eben eine Zielsetzung der Operation. Also das ist jetzt der Ohrknorpel und mit diesem Stück wird dann nachher der Nasensteg wieder aufgebaut. Die Operation ist jetzt von der Nase her fertig. Ich habe jetzt den Nasenrücken, diese ganzen Irregularitäten abgetragen. Die Nase ist osteotomiert worden, verschmälert worden. Dann waren im knorpeligen Bereich, im Bereich des Dreiecksknorpels, so Aufwerfungen, die habe ich auch schön entfernen können. Die Asymmetrie im Bereich der Nasenspitze habe ich nachkorrigieren können, da war auf der linken Seite zu viel Knorpel. Die Spitze habe ich entsprechend gegenläufig vernähen können, dass sie schlanker wird. Und den Nasensteg mit Ohrknorpel unterstützt, sodass wieder ein normaler Winkel dann auch jetzt wieder sichtbar wird. Man hier dann auch den Nasenrücken leicht ansteigend auf die Nasenspitze und der Winkel passt jetzt wieder. Ich bin sehr müde und ansonsten schwarz halt nur hier oben, aber sonst alles gut. Und die Nasenspitze habe ich auch feiner machen können, gell? Okay. Und der Winkel ist jetzt auf der Seite. Ja, dann sieht sie jetzt schon. Die Spitze dann, gell? Gut. Dann gehen wir jetzt nach Hause, oder? Sie bleiben jetzt bitte wirklich einmal piano, gell? Auch die nächsten 2 Wochen dann. Gell? Die Frau Müller muss sich jetzt einmal darauf einstellen, dass sie einmal 2 Wochen wirklich körperliche Schonung einhält.